Hallo liebe Gartenfreunde und willkommen zu diesem neuen Video bei Gärtnern leicht gemacht. In diesem Video widmen wir uns dem Thema trockenheitsverträglichen Pflanzen, die zugleich auch eine super Bienenweide sind für Insekten, Bienen und so weiter. Denn in Zeiten, in denen die Sommer immer heißer werden und es weniger Regen fällt, ist es für euch bestimmt wichtig zu wissen, auf was für Art von Pflanzen ihr zurückgreifen könnt, die mit diesen harten Bedingungen bestens zurechtkommen. Für alle, die neu eingeschaltet haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts meiner Videos. Und jetzt nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Also die erste Pflanze, die ich euch mal zeigen will, ist vielen von euch vielleicht bekannt. Es handelt sich nämlich hier um den klassischen Gartenlavendel, die Sorte Hüt Code Blue. Der wird so um die 40 bis 50 Zentimeter groß. Und ich blende euch da nochmal gerne einen Link ein, wenn es interessiert, wie ihr Lavendel richtig schneiden könnt. Habe ich vor längerem mal ein Video gemacht. Da zeige ich euch die verschiedenen Schnittmöglichkeiten, wie ihr die Pflanze vital, fit und blühfreudig halten könnt. Also wie gesagt, klickt gerne mal rein. Sehr interessant. Ja, der Lavendel ist ein klassischer Bienenmagnet, beziehungsweise zieht viele Hummeln und auch Schmetterlinge an. Er kommt bestens mit Hitze und Trockenheit zurecht, da er ja auch in seiner Heimat, wo er herkommt, oft mit diesen Bedingungen zu kämpfen hat. Und ja, der Lavendel oder woran man häufig Pflanzen gut erkennen kann, die mit Hitze und Trockenheit oder mit diesen Standorten Lebensbereichen zurechtkommen, ist oft ein Indiz dafür, dass wenn Pflanzen, so auch beim Lavendel, ein silbermäßiges oder graulaubiges Blatt besitzen, so auch den Lavendel. Also wenn ihr den Lavendel mal anfasst oder anfasst und mit dem Finger drüber streicht, merkt ihr, dass diese Blätter sehr rau oder oft auch etwas behaart sind. Und die Größe der Blätter oder umso kleiner die Blätter einer Pflanze, so wie auch beim Lavendel, das dient einfach dem Verdunstungsschutz, also dem Wasserverdunstungsschutz einer Pflanze. Und wie gesagt, diese Indizien, graulaubig, kleines Blattwerk und behaart sind oft Indizien für Pflanzen, die gut mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Ja, wie gesagt, der Lavendel ist ein klassischer Halbstrauch. Das heißt also, ist eine Pflanze, die unten in der Basis verholzt und oben quasi krautig ist. Also der Austrieb der Pflanze ist quasi weich und krautig. Deswegen nennt man diese Art von Pflanzen auch Halbsträucher. Kleiner Tipp noch von mir, wenn ihr Lavendel vorhabt zu pflanzen, dann könnt ihr einen sogenannten Erziehungsschnitt der Pflanze geben. Aber das erkläre ich auch nochmal in dem Lavendelschnitt-Video. Ihr müsst einfach die ganze Pflanze nehmen und ich mache es immer so, alles was über 3 Fingerbreite hier oben ist, schneide ich die ganze Pflanze einmal zurück. Das fördert einfach das Wachstum und die Verzweigung der Pflanze. Das heißt, solch eine Pflanze im 9er Topf könnt ihr damit zwingen, buschiger zu werden. Das heißt, sie verzweigt sich mehr. Das heißt, dieser Lavendel könnte es sogar schaffen, so meine Erfahrung, von dieser Größe auf ein Vierfaches in der Saison in der Breite heranzuwachsen. Also nur ein kleiner Tipp zum Lavendel. Ein weiterer Halbstrauch, den ich euch zeigen will, wie der Lavendel auch, ist die Perovskie oder Perovskia, zu Deutsch die Blauraute oder auch Silberbusch genannt. Und diese Pflanze, ja, wird so um die, würde ich mal sagen, bis zu 1 Meter hoch. Die Pflanze habe ich jetzt erst Anfang des Jahres gesetzt, hier in meinem neuen Staudenbeet. Und ja, ich liebe diese Pflanze eigentlich, da sie schön buschig wird und auch, ja, kann man sagen, recht imposant. Und vor allem das Besondere ist neben dem, das habe ich euch auch schon ja beim Lavendel erklärt, dieses graulaubige Blatt oder auch die Pflanze, die gesamte Pflanze ist grau, laubig bzw. graubläulich, kann man sagen. Und sie hat einen, würde ich fast sagen, minzenähnlichen aromatisierenden Duft, wenn man hier mit dem Finger mal dran reibt oder auch an den Blättern. Und das Besondere der Blauraute, sie blüht wirklich den ganzen Sommer hindurch. Ja. Man sieht jetzt langsam hier, schieben sich langsam die Blüten empor. Also jetzt gerade mal die Kamera scharf zu stellen. Und zwar kann man es gut hier erkennen. Diese Blüten sind dann so blau-violett. Und wie gesagt, die Pflanze blüht den ganzen Sommer hindurch, jetzt im Juli bis in den Frost, in den Herbst hinein. Und wie gesagt, lockt zahlreiche Bienen, Insekten, Schmetterlinge und
Hummeln an. Und wie gesagt, ein Halbstrauch. Die Perowskie müsst ihr einfach im Frühjahr quasi bodennah zurückschneiden, wie den Lavendel auch. Man sieht es hier gut. Hier sind die Knospenansätze. Und umso radikaler man diese Pflanze schneidet, also fast bodennah, umso besser treibt sie im nächsten Frühjahr dann wieder aus. Also die Pflanze ist mehrjährig und ihr fördert damit die Blüte. Die Pflanze bleibt vital. Und vermehren lässt sich die Perowskie auch ganz einfach, indem ihr von ihr Stecklinge schneidet, diese in Töpfe steckt und dann könnt ihr euch schnell und einfach zahlreiche Blauraupen für eure Gärten und für eure Bienenweiden vermehren. So, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt gerade bei den blaublütigen, violettblütigen Pflanzen sind, wie der Lavendel oder die Perowskie, beziehungsweise die Blauraute, dann habe ich hier eine schöne Staude für euch. Eine meiner Lieblingen, kann man sagen, nämlich die Katzenminze, so botanisch Nepeta. Und die Katzenminze gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es von kleinbleibend 30 cm bis hochwerdend 60 cm. Das ist die Sorte hier Six Hill Giant. Das heißt also, die wird recht straff aufrecht wachsen. Natürlich ist die Pflanze erst frisch gesetzt und jetzt noch relativ klein. Und auch die Katzenminze sieht man hier ganz gut, hat diese Struktur des grau-laubigen Blattes. Und die Katzenminze, wie der Name schon sagt, ist sehr aromatisierend duftend, vor allem wenn ihr Katzenbesitzer seid. Also diese Pflanze, ja, wie soll ich sagen, setzt Katzen in einen sozusagen Rauschzustand, denn die Katzen lieben es, den Duft der Pflanze wahrzunehmen. Und ja, auch diese Pflanze, also diese Staude, ist so eine Art vom Wuchs her polstermäßig oder bodendeckend. Und sie hat einen sehr großen Reiz für Bienen, Hummeln und so weiter, macht zahlreiche Blüten über den ganzen Sommer hinweg, bis in den Frost hinein. Wenn die Pflanze angefangen hat zu verblühen, nach, sagen wir, Blütezeit 1 bis 2 Monaten und man sieht, die Pflanze verwelkt langsam, kann man sie einfach bodennah zurückschneiden. Das nennt man den sogenannten Remontierschnitt. Das heißt, die Pflanze baut sich von unten neu auf, treibt innerhalb von wenigen Tagen bis 1, 2 Wochen wieder aus und blüht dann ein zweites Mal. Das heißt, ihr habt eine verlängerte Blüte bis in den Spätsommer, bis in den Herbst, beziehungsweise bis die Fröste kommen. Von der Blütenfarbe und von der Blütenauswahl gibt es natürlich Katzenminzen auch in diversen anderen Farben, von Steigblau bis Blau-Violett bis sogar, es gibt sogar weiße Sorten, also weißblühende Katzenminzen. Und wie gesagt, ich finde die Pflanze ganz schön. Vermehren könnt ihr die Pflanze ganz einfach, indem ihr die verblühten Blütenständen abschneidet und euch die Samen erntet und damit einfach die Samen aussät. Und somit könnt ihr kostengünstig und schnell und einfach euch zahlreiche Katzenminzen wieder selbst anziehen und vermehren. Eine weitere tolle Staude, die blau-violett bis bläulich-violett blüht, ist der Steppensalbei. Hier die Sorte Salvia nemerosa caradona. Ja, diese Salbei, also wie gesagt, der Name sagt schon, es ist ein Ziersalbei. Es gibt natürlich noch den echten Salbei, den man essen kann, aber diese Pflanze hat einen reinen Ziercharakter. Blüht sehr aufrecht. Ja, die Blütenstängel sind aufrecht wachsend. Wie gesagt, von violett bis bläulich. Und ja, diese Pflanze ist schon langsam am Verblühen, wie man sehen kann. Und ja, wie die Katzenminze auch, ist der Ziersalbei remontierfähig. Das heißt, nach der Blüte oder nach dem Verblühen, man sieht es schon hier, kann man die Pflanze radikal bodennah zurückschneiden, die alten Blütenstände entfernen. Und die Pflanze treibt euch dann aus der Basis neu aus, baut sich innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen wieder komplett auf und blüht dann ein zweites Mal zum späteren Zeitpunkt. Und somit könnt ihr den Blühzeitraum dieser Pflanze auch verlängern. Man sieht es auch hier, kommen schon neue Blüten heraus. Und auch diese Pflanze ist ein toller Bienenmagnet, Hummelnmagnet und fügt sich einfach super in Beete ein. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn die Pflanze mal größer geworden ist mit der Zeit
und ihr da so einen richtig schönen 40 bis 50 Zentimeter hohen blühenden Busch quasi habt, der dann diese schönen blau-violetten Blüten ausstrahlt. Und auch der Ziersalbei kommt bestens mit Trockenheit zurecht. Einfach ein lockerer sandiger Boden, das reicht ihm vollkommen und er kommt damit bestens zurecht. Als nächstes habe ich mal eine Astersorte für euch, nämlich die Sommeraster, Aster fricatii, die Sorte Mönch. Und normalerweise blühen ja Astern hauptsächlich im Spätsommer oder gegen Oktober hin, wie zum Beispiel Aster domosus. Aber die Sommeraster hier, die Fricatii, ja, blüht jetzt im Juli bis August hinein. Und ja, auch diese Aster hier hat ein Indiz dafür. Man sieht es hier an dem Blatt. Das Blatt oder die ganze Pflanze ist hier leicht behaart und auch rau, was wieder dafür spricht, dass diese Pflanze ideal mit Trockenheit und Hitze zurechtkommt. Und ja, es ist eine klassische, kann man auch sagen, Alpinumstaude. Das heißt, sie kommt mit steinigen Böden oder Lebensbereich aus dem Bereich Stein sehr gut zurecht. Und auch diese Pflanze blüht sehr hellviolett, kann man sagen. Ja, hier kommen schon langsam die Blüten. Ja, ich füge euch gerade mal kurz ein Bild ein, wie die Blüte dann aussieht, wenn die Pflanze ausgetrieben hat. Also man hat so ein leichtes violett, blau-rosa, kann man sagen. Und ich finde die Pflanze ganz toll als Aster, wie gesagt, weil sie sich gut kombinieren lässt in Staudenbeeten, vor allem mit Gräsern. Und ja, auch die Pflanze hat kaum Ansprüche, gelegentlich mal ein bisschen Wasser und ja, an dem Boden kaum Ansprüche. Wie gesagt, ich lege immer Wert auf gute Böden. Das ist das A und O bei einer optimalen Pflanzung. Hier in dem Beispiel mein gutes Staudensubstrat, ideal für Stauden aus trockenen Bereichen bzw. sonnigen Bereichen. Da fühlen sich die Pflanzen wohl durch den Split- und Sandanteil. Und ja, das ist einfach wichtig zu wissen. Und hier dagegen nochmal das krasse Beispiel, nämlich die Kissenaster, Aster domosus, wie ich es gesagt habe, ist eine klassische Aster, die später erst im Oktober, Ende September anfängt zu blühen, bis in den Frost hinein. Hier sieht man noch keine Blütenstände jetzt, wie bei der Sommeraster. Aber wie gesagt, diese Pflanze ist auch sehr eindrucksvoll, zieht zahlreiche Insekten, Bienen noch an. Das ist ganz wichtig für später, wenn das Jahr zu Ende geht, dass dann auch die Bienen und Hummeln immer noch etwas Nahrung finden. Nun habe ich etwas Gelbblühendes für euch, beziehungsweise mehrere gelbblühende Pflanzen. Ihr seht hier Coreopsis, zu Deutsch das Mädchenauge. Und das Mädchenauge besticht durch seine zahlreichen Blüten, dass es bekommt. Ich finde es ganz schön hier, diesen Kontrast zu sehen. Die rote Mitte, umgeben von den gelben Blütenblättern. Wie gesagt, ein echter Magnet für Bienen, Insekten. Und ja, diese Pflanze vermehrt sich ebenfalls über Samenstände, kann sich auch im Beet zugleich aussehen. Und es gibt natürlich mehrere Sorten, beziehungsweise ich habe hier mehrere Sorten im Beet. Das ist jetzt in dem Fall das gewöhnliche Mädchenauge. Ja, und jetzt zeige ich euch mal noch eine andere Sorte. Hier haben wir nämlich das nadelblättrige Mädchenauge, botanisch Coreopsis verticillata. Ja, und diese Sorte oder diese Art von Pflanze vermehrt sich, wenn man hier sehen kann, unterirdisch über kleine Rhizome und sprießt dann quasi aus dem Boden heraus. Diese Pflanze kommt am besten in kleinen Gruppen zur Geltung. Sie bildet dann wirklich schöne buschige Teppiche, die dann später zum Zeitpunkt, ja, sagen wir mal Juli, ab Juli, über den ganzen Sommer hinweg diese schönen Blüten bekommen und dann wirklich wahrlich gelbe Teppiche bildet. Ja, auch einzigartig für Bienen, Insekten, Hummeln und so weiter. Aber das ist eine recht kleinbleibende Sorte, die wird so um die 30 bis 40 Zentimeter hoch, wenn sie blüht. Und ich zeige euch jetzt mal noch die große Schwester des nadelblättrigen Mädchenauges. Hier das größere Beispiel des nadelblättrigen Mädchenauges. Und hier kann man ganz gut sehen, was ich vorher erklärt habe, wenn sich die Blüten anfangen zu öffnen. Also wir haben hier
fast schon, kann man sagen, sternförmige gelbe Blüten, wunderschön für den Sommer, lässt sich wunderbar kombinieren mit anderen blühenden Stauden. Und wie gesagt, diese Sorte ist um einiges höher wie das kleine nadelblättige Mädchenauge, denn diese Pflanze wird um die 60 bis 70 Zentimeter hoch. Auch wieder ideal eigentlich als Gruppenpflanzung gedacht, aber ich habe mich hier entschieden, in diesem schmalen Beetstreifen so eine Art Peri-Pflanzung umzusetzen. Und wie gesagt, ich habe sie einfach hier so ein bisschen als Tuffs hineingesetzt, als gelbe Eyecatcher kann man sagen, denn ich liebe die Farbe gelb und ja, es ist einfach eine klassische Sommerfarbe, so auch in meinen Staudenbeeten. Ein nächstes Highlight für euer Beet, was auch sehr trockenheitsliebend ist, ist nämlich hier die Gaura, ja, zu Deutsch die Prachtkerze, botanisch Gaura Lindheimeri. Ich habe euch mal ein separates Video zur Gaura vor längerem schon gemacht. Da gehe ich noch mal ein bisschen speziell auf die Pflanze ein und auch wie ihr sie vermehren könnt. Und ja, die Gaura finde ich einfach toll, denn sie ist eine klassische Prairie-Staude, kann man sagen. Bei der Gaura ist es wichtig, dass ihr auch beim Pflanzen am besten eine kleine Drainage ins Pflanzloch gibt, denn die Gaura ist, sagt man mal, bedingt winterhart, also sie kommt jedes Jahr wieder bei idealen Bedingungen. Sie sät sich auch zahlreich im Beet aus durch Samenflug und geht dann an anderer Stelle wieder auf. Aber ja, der Winterschutz, also ihr solltet die Pflanze wirklich über den Winter komplett stehen lassen und vielleicht, wenn möglich, auch ein bisschen mit Tannenreisig abdecken. Dann habt ihr einfach einen zusätzlichen Schutz und seid sicher, dass die Pflanze im nächsten Jahr doch wieder austreibt. Und ich finde die Gaura einfach besonders, nicht nur weil sie die Bienen so anlockt. Ich finde, die Blüten sehen besonders aus, so schmetterlingsartig, ja, wenn man sie dann kombiniert, wie hier mit Gräsern, wie dann die Blüten im Wind so tanzen. Denn diese Staude kann ja imposant hoch werden, bis zu einem Meter oder höher können die Blütenstängel sich bilden. Und ja, ich finde es einfach schön, diese weißen, zarten Blüten zu sehen. Kommt auch sehr gut mit Trockenheit und wenig Wasser zurecht, also auch eine ideale Pflanze für vollsonnige und vor allem steinige Böden. Eine weitere Pflanzengattung oder Art, die ich euch vorstellen will, sind Echinaceen, zu Deutsch Sonnenhüte, die auch bestens mit Trockenheit zurechtkommen. Ja, sind auch klassische Präriestauden und Präriestauden, wie der Name schon sagt, sind einfach Pflanzen, ja, die in der Weiten der Prärie vorkommen, also in Gebieten, wo es sehr steinig sind und trocken und wenig Regen fällt. Und ich habe hier die Sorte, sehr imposant, nämlich den Echinacea paradoxa. Man nennt ihn auch zu Deutsch der gelbe Fallschirmsonnenhut. Wieso Fallschirmsonnenhut? Weil diese Blüten, wenn sie kommen, hier leicht nach unten hängen. Und diese Sorte ist recht groß, also die kann ausgewachsen, ja, 80 bis 100 Zentimeter hoch werden. Und es sieht immer ganz toll aus, wenn man dann so Staudenbeete hat, wie hier mit Gräser kombiniert. Und dann, wenn diese Blüten hier, die langen Blütenstängel über den anderen Pflanzen so schweben oder tanzen. Und ja, diese Sorte ist sehr schneckenresistent. Ja, also da braucht ihr keine Angst haben, dass irgendwelche Schnecken kommen, die euch den Sonnenhut abfressen. Ja, wie zum Beispiel hier drüben dagegen, nämlich den weißen Sonnenhut, Echinacea alba, oder es gibt ja verschiedene Sorten. Und mein Tipp, wenn ihr Echinaceen pflanzt, so sind meine Erfahrungen, pflanzt in der Nähe von euren Echinaceen einfach Rudbeckien, nämlich der gelbe Sonnenhut, der gewöhnliche gelben Sonnenhut, Staudensonnenhut, denn diese Pflanze strömt anscheinend einen Duft aus, den die Schnecken nicht mögen und einen großen Bogen um all die Pflanzen in euren Beeten machen. Also das heißt, würde jetzt die Schnecke Appetit bekommen, würde sie diesen Bereich meiden, denn hier zum Schutz die Rotbecke sitzt und wie gesagt, das haltet euch lästige Schnecken fern. Ja, nochmal, um auf die Echinaceen zurückzukommen, ob das jetzt der Weiße ist oder auch hier der gelbe Fallschirmsonnenhut, die Sorte Paradoxa.
Die Pflanze kommt sehr gut mit einem steinigen, trockenen Boden zurecht. Und ich finde auch, wie gesagt, diese schöne gelbe Farbe wieder toll. Man hat auch einen schönen Winterschmuckcharakter über den Winter, einfach indem man dann die Blütenstände stehen lässt. Nämlich hier diese Samenköpfe oder Blütenstände, wenn die abtrocknen im Winter und vertrocknen und abblühen, sich der Rauchreif drüber legt, gibt das nochmal ein schönes Bild. Und auch zahlreiche Vögel oder Insekten finden in diesen Blütenköpfen Nahrung. Also wie gesagt, einfach die Pflanze stehen lassen, auch vom Bild und vom Charakter her. Und dann könnt ihr euch auch hier zahlreiche Samen dann ernten und die Pflanze ganz einfach wieder über Samen vermehren. Und noch eine weitere trockenresistente Staude, vor allem als Solitärstaude oder auch Prachtstaude kann man sagen, ist das Brandkraut, Lomis russelliana, botanisch. Und diese Staude wird sehr imposant mit der Zeit, mit den Jahren, denn sie wird ziemlich groß und wächst so kissenartig, macht den Boden ziemlich zu. Und auch hier haben wir wieder das Indiz dafür, kommt gut mit Trockenheit zurecht und wenig Wasser, da das Blatt sehr rau und behaart ist. Das sieht man auch und merkt es auch, wenn man drüber fährt und hört es auch. Und auch hier an der Unterseite wieder rau belaubt, also ein Indiz dafür. Und wenn dann diese Pflanze zum späten Zeitpunkt diese tollen langen Blütenstände bzw. diese Samenstände bekommt, finde ich, es sieht dann immer ganz schön aus, wenn dann über den Winterzeitraum oder die Sommermonate in Kombination mit den Gräsern diese aufrechten Blütenstände stehen. Und vor allem könnt ihr euch die Pflanze auch wieder wie viele andere sehr gut über Samen vermehren. Wie gesagt, die Pflanze wächst so kissenartig, macht schöne Polster und durch den schönen Blütenstand macht es ein sehr schönes Bild in eurem Beeten. Ja, und zuletzt möchte ich euch jetzt gerne noch ein paar Ziergräser zeigen, die bestens mit Trockenheit zurechtkommen, denn ihr wisst, ich liebe über alles Ziergräser. Und für den einen oder anderen wäre das vielleicht auch noch interessant zu wissen, welche Gräserarten mit starker Trockenheit und wenig Wasser gut zurechtkommen. Eins meiner Lieblingsgräser ist und bleibt einfach, so habe ich es über die Jahre entdeckt, das Calamacrostis acutiflora overdam, nämlich das Karl Förstra Reitgras. Also die Sorte ist die Sorte Karl Förster von dem berühmten Staudenzüchter. Und ja, das Reitgras besticht einfach durch seine straff aufrechte Wuchsform. Es treibt sehr früh im Jahr aus und bekommt dann später über den ganzen Sommer hinweg diese tollen glänzenden Blütenstände. Und ja, es kommt sehr gut mit Trockenheit zurecht, ist ein klassisches Präriegras, braucht wenig Wasser, kaum Ansprüche an den Boden, am besten den durchlässigen, steinigen Boden. Mein Versuch hier, ich habe es einfach in die pure Lehmerde gesetzt, habe es ein bisschen mit Sand aufgebessert, das Pflanzloch, und die Pflanze fühlt sich einfach wohl. Sie blüht prächtig und gedeiht. Wie gesagt, diese Pflanze ist noch jung, wird letztendlich mal 1,50 Meter bis 1,60 Meter hoch und ihr könnt auch ideal mit dem Reitgras schöne blickdichte Gräserhecken bilden. Ganz einfach, unkompliziert. Und wie gesagt, eins meiner Lieblingsgräser. Und vor allem, wenn es um starke Hitzeperioden und Trockenheit geht, ist es das ideale Gras für eure Wahl. Ein verwandertes Reitgras Karl Förster ist nämlich Calamacrostis acutiflora overdam, die Sorte. Und zwar, diese Sorte ist etwas kleiner, ja. Sie wird um die 1 Meter nur hoch, hat aber die gleichen Ansprüche und Bedingungen wie Karl Förster. Nur das Besondere ist, bei der Sorte Overdam, ihr habt ihr einen goldenen Rand, also eine Umrandung im Blatt, ein panachiertes Blatt. Und das finde ich sehr attraktiv bei diesem Gras. Man hat ein bisschen, man kann es auch gut kombinieren mit anderen Gräsern, dass man diese schöne Blattfärbung oder dieses Spiel der Farben in den Beeten einbringen kann. Oh, ein weiteres Ziergras, das sehr gut mit Trockenheit und Hitze zurechtkommt, kennen vielleicht viele von euch, ein eher exotisches Gras, nämlich das Pampasgras.
Es kommt aus der ursprünglichen Heimat Afrikas, irgendwo die Richtung. Und ja, das Pampasgras, das ist die Sorte hier Pomilla, also botanisch Cotadaria silvana, die Sorte Pomilla. Eine eher kleinbleibende Sorte, wird so um die 1,50 m bis 2 Meter hoch, aber sehr zahlreich blühend und etwas robuster wie die große Sorte. Das Pampasgras ist etwas bedingt winterhart, das heißt, ihr müsst wirklich darauf achten, im Winter am besten den Blattschopf zusammenbinden und somit, dass der Wurzelbereich des Pampasgras geschützt ist. Ihr könnt dem Abhilfe schaffen, indem ihr als Pflanzt noch etwas Sand oder Kies, eine gute Drainage einbaut, damit überschüssiges Wasser gut abfließen kann im Winter. Ihr könnt auch das Pampasgras mit etwas Tannenreisig unten im Wurzelbereich abdecken, dass da nicht so der Frost oder die Winterfäulnis eindringen kann und euch somit das Gras kaputt machen könnt. Aber wie gesagt, sehr trockenheitsresistent und ja, sieht imposant aus, wenn es dann mal blüht. Wichtig ist vielleicht noch zu erklären oder euch zu sagen, dass das Blatt, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man Kinder hat, dass die Blattkanten oder Ränder sehr scharfkantig sind. Also da müsst ihr echt aufpassen, wenn man da hängen bleibt. Man sieht es jetzt an meinem Finger, der hier richtig, wenn ich versuche loszukommen, also das ist das Rasiermesser scharf. Also da kann man sich böse schneiden. Also wenn ihr das Pampasgras dann im Frühjahr zurückschneidet, bodennah, dass es frisch austreibt, zieht euch am besten was Langärmliches an, denn sonst habt ihr unschöne, verkratzte Arme im Nachhinein. Ein kleinbleibendes, sehr trockenheitshitzeverträgliches Ziergras hätte ich noch für euch hier, nämlich Stipa tenuissima, zu Deutsch das mexikanische Federhaargras oder auch Mädchenhaargras genannt. Und alles Wissenswerte über das Mädchenhaargras könnt ihr gerne nochmal in mein Video klicken, das ich euch einblende. Da tue ich euch speziell nochmal alles über Ziergräser erklären und deren Bedingungen. Und ich finde das Mädchenhaar oder das Engelshaargras besonders schön, da es besticht in der Sonne gerade durch seine gelben schönen Blütenstände, die sich sehr schön hier im Wind dann bewegen. Also wenn das Gras erstmal größer geworden ist und buschig blüht, das macht wirklich einen sehr schönen Aspekt. Und das Mädchenhaargras kommt auch sehr gut, wie gesagt, mit Trockenheit zurecht und braucht wenig Wasser, nährstoffarmer Boden und fühlt sich, wie gesagt, zwischen euren anderen Blühstauden oder am besten in kleinen Gruppen am wohlsten. Und noch zuletzt ein weiteres schönes Ziergras, das mit Trockenheit sehr gut zurechtkommt, nämlich zu deutsch hier Rutenhirse, Panicum virgatum, die Sorte Nordwind. Und die Sorte Nordwind besticht, also ich mag sie besonders, da sie nicht nur, wie gesagt, mit wenig Wasser sehr gut zurechtkommt, sogar besser mit weniger Wasser, denn das Problem bei der Rutenhirse oder bei Rutenhirsen ist immer, wenn man ihnen zu viele Wassergaben oder auch Düngergaben gibt, dann werden die Blätter irgendwann sehr lang und unschön, denn wenn nämlich die Blüten sich erstmal gebildet haben, denn das Gras wird zwischen 1,60 bis 1,80 hoch, dann kann es passieren, dass das ganze Gras unschön auseinanderbricht. Also diese Pflanze, die Sorte Nordwind, möchte einen sehr mageren, durchlässigen und eher nährstoffarmen Boden und wenig Wasser, damit es seine straff aufrechte Form behält. Und eigentlich kann man diese Pflanze auch perfekt als Solitärgras setzen, denn es wird irgendwann mit der Zeit sehr groß und buschig. Aber ich finde es sehr schön kombiniert, wie gesagt, hier in meiner Staudenhecke, Sichtschutzhecke aus Gräsern, Präriepflanzung, wie ich es nenne. Und es fügt sich sehr gut ein. Man hat verschiedene Blattkombinationen oder ich habe verschiedene Blattkombinationen durch die unterschiedlichen Gräser. Und ja, wie gesagt, Panicum virgatum kommt ebenfalls sehr gut mit Trockenheit zurecht. Und ihr könnt es auch ideal als Sichtschutz pflanzen in Reihen nebeneinander. Dann habt ihr irgendwann eine blickdichte, schöne, blühende Gräserhecke. Ja, und da wären wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, das waren noch einige zahlreiche Pflanzen für euch, die mit starker Hitze und Trockenheit gut zurechtkommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben und inspirieren, mit welchen Pflanzen ihr in Zukunft arbeiten könnt. Wenn ihr in Zukunft mehr wissen wollt
Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, teilt gerne meine Videos weiter. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich gern über eure Kommentare und über eure Fragen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao, bis dann bei Gärtnern leicht gemacht.